eine andere Arbeit, die im Winter auch natürlich gemacht werden muss, das ist und wird oft vergessen, dass man bei den Elektropumpen den Pumpenbehälter auch entleeren muss. Denn wenn man die im Gartenhaus stehen lässt, die Pumpen, und es fängt an zu frieren, dann kann es sonst schnell sein, dass dieser Behälter kaputt friert oder platzt. Dazu haben die meisten Pumpen, so wie diese hier, ein Auslassventil, was man öffnen kann. Und dann lässt man die Pumpe einfach leer laufen. Und dann kann nichts mehr passieren. Bei diesem Pumpenmodell ist das eine Mutter, eine Schraube, die man mit passendem Werkzeug aufschrauben kann, und dann kann man dort auch das Wasser rauslassen. Auch bei dieser Pumpe habe ich, genau wie bei unserer Brunnenpumpe, einen Bajonettverschluss für einen Schlauch, und auch hier ist es ratsam, die Gummidichtung über den Winter frostfrei zu lagern und eventuell mit ein bisschen Vaseline einzureiben.